Hallo und einen wunderschönen Stolzmonat wünsche ich euch hier aus dem wunderschönen Mallorca. Stolzmonat, fragt ihr euch, was ist das denn? Ja, der Stolzmonat ist eine der kongenialsten Aktionen, die in der letzten Zeit in der alternativen patriotischen Szene sich herauskristallisiert hat. Und dafür ist ein YouTube-Content-Creator namens Shlomo zuständig, der den ins Leben gerufen hat. Unter dem Hashtag Stolzmonat hat sich auf Twitter gerade eine Gegenbewegung zu dem Pride Month, der uns ja schon seit Jahren mit seiner Belehrung, mit seinen immer wieder neuen Buchstaben und seinen Sprachregeln und was man jetzt für 68 Geschlechter noch tolerieren soll, auf den Sack geht. Und als Pendant dazu haben wir den Stolzmonat ins Leben gerufen und der geht gerade richtig ab auf Twitter. Nicht nur das, er ist sogar auf Platz 1 und hat damit den Hashtag Pride Month überholt und damit zumindest auf Twitter gezeigt, dass wenn wir unsere Stimme erheben und stolz sind zum Beispiel auf unsere Nation, auf unser Land, auf unsere Geschichte, anstatt darauf, mit wem oder was wir in unserer Freizeit verkehren, dass wir damit gewinnen können. Deswegen möchte ich euch, liebe Zuschauer, alle aufrufen, daran teilzunehmen. Wenn ihr keinen Twitter-Account habt, glaubt mir, es lohnt sich. Ich bin auf Twitter und habe da einige kontroversen Sachen rausgehauen. Ihr findet mich da unter den @Casanova-Code und könnt mir da gerne folgen und bin nicht zensiert worden, obwohl ich fast für jeden Tweet gemeldet werde. Also Twitter ist jetzt mittlerweile fest in patriotischer, in konservativer Hand. Also macht euch einen Twitter-Account, postet unter dem Hashtag Stolzmonat und vor allem noch viel wichtiger, bringt den Stolzmonat ins echte Leben. Das bedeutet, nehmt eure Deutschlandflagge, die ihr vielleicht noch von der WM habt, hängt sie raus aus dem Fenster, macht ein Foto davon, postet es unter dem Hashtag Stolzmonat oder hängt euch eure Flagge an das Auto. Zeigt einfach unsere Flagge anstatt der Pride-Month-Flagge. Es wird wirklich Zeit, dass wir unseren Mund aufmachen und nicht ständig in der Defensive sind. Gerade sind wir in der Offensive und gerade sind wir auf der Gewinnerseite. Und das, Leute, fühlt sich unglaublich gut an. Also bitte, bitte macht dort alle mit. Macht euch einen Twitter-Account, postet unter dem Hashtag Stolzmonat und postet auch gerne eure Fotos aus dem echten Leben. Also bis bald, euer Maximilian.